Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wie Sie unschwer erkennen können, sind wir hier vor dem Filmpalast in der Gartenstraße. Das Kino hat seit Jahresanfang einen neuen Theaterleiter. Der heißt Toni Züchner, ist 23 Jahre jung und gebürtiger Görlitzer. Drinnen bereitet er gerade alles für die Kinder vor, denn die haben Ferien und möchten natürlich bespaßt werden. Jetzt steht er neben mir. Es ist kurz nach 10 Uhr. Die Kinder sind versorgt und genießen die Vorstellung. Was genau können die Kinder hier in dem Ferienprogramm sehen? Also wir haben in den Ferien immer eine ganze Reihe an Kinderfilmen im Programm. Das sind in diesem Jahr haben wir Free Birds. Das ist ein Animationsfilm. Ab Donnerstag läuft dann Tarzan noch neu an. Außerdem immer noch im Programm Die Eiskönigin, die schon seit über 13 Wochen Dauerbrenner ist. Und eben die Ferienprogrammfilme Das kleine Gespenst und Belle und Sebastian. Sie kommen ursprünglich aus Görlitz und haben in Görlitz-Zittau Management und Kultur studiert. Wie genau sind Sie dann eigentlich zum Kino gekommen? Ich habe während meiner Studienzeit im Kino in Görlitz als Aushilfe schon gearbeitet. Und das hat mir sehr gut gefallen und da bin ich dann immer weiter dort reingerutscht. Letztes Jahr haben Sie noch den Theaterleiter in Riesa vertreten. Nun sind Sie ein Pirner Theaterleiter und der ehemalige Alexander Malt ist in Riesa. Wie hängt das genau zusammen? Das ist so nicht ganz richtig. Der Herr Malt war vorher schon für Riesa und Meißen zuständig und zwischenzeitlich war hier eine junge Frau, die Frau Mühlfort, und die hatte das vorher hier schon in der Hand. Wir sind jetzt hier im Vorführraum. Allerdings gibt es hier nur Computer. Wo sind eigentlich die ganzen historischen Rollen hin, die man aus alten Filmen kennt und wie funktioniert das jetzt? Tja, die Filmrollen gibt es heutzutage so eigentlich nicht mehr. Das ist nur noch ganz, ganz selten der Fall, wenn man ältere Filme spielt. Im Prinzip kommen die neuen Filme heute alle auf Festplatte und die werden dann bloß noch hier in den Server eingeschoben, aufgespielt und dann abgespielt vom Projektor. Außer den Filmen hier im Vorführraum starten, was sind noch Aufgaben von einem Kinoleiter? Im Prinzip fällt in meinen Bereich alles, was Organisation und Administration angeht. Also ich bin dafür verantwortlich, dass alle pünktlich zu ihrem Dienst kommen. Ich erstelle die Dienstpläne jede Woche, kümmere mich um den Spielplan und bin sonst für meine Mitarbeiter rundum da. Gibt es Dinge, die Sie gerne hier im Kino in Pirna ändern würden? Groß verändern will ich so jetzt eigentlich erstmal nichts. Was mir ganz wichtig ist, dass unsere Sonderfilmreihen ein bisschen mehr Zulauf kriegen insgesamt. Welche Filme müssen unsere Zuschauer in der nächsten Zeit unbedingt sehen? Für die Kleinen ist es Tarzan, der jetzt am Donnerstag anläuft. Und ebenfalls am Donnerstag Monuments Man, der neue mit George Clooney. Das ist was für die ältere Generation, denke ich mir. Der könnte ganz lustig werden. Und auf welchen Film freuen Sie sich persönlich am meisten in der nächsten Zeit? Ich persönlich freue mich am meisten auf 300. Den zweiten Teil, der startet im März, Ende März jetzt, diesen Jahres. Und wie sieht es mit dem Film Grand Budapest Hotel aus? Als gebürtiger Görlitzer, wollen Sie den nicht sehen? Ist ein schöner Film, denke ich mir. Leider kriechen in mein Haus nicht rein, aber ich werde mir einen Görlitz angucken dann. Von Herrn Züchner habe ich mich nun verabschiedet, liebe Zuschauer. Ihnen wünsche ich ganz viel Spaß bei der nächsten Vorstellung, egal für welchen Film Sie sich entscheiden. Tschüss!